Na, du bist eine kleine Pöbel. Sag hallo! Hallo! Hallo Leute! Ich mag euch nicht, glaube ich. Grand RP. Dieses Video entstand auf Grand RP. Oh Leute, Cisco ist ein kleiner Horn des Sorn. Piss dich! Hallo, lass dies! Drecksack! Ich bin gleich da. Was hast du? Du hast nichts gesehen. Hallo, Horn des Sorn. Ah, da sind wir wieder. Der Hundesohn mit dem Effekt, ich mit dem Monster. Richtig kriminell, was? Oh, wow! Ich hab keine. Meine Taktik ist eigentlich zu sterben. Eine Thermometer. Gut, Leute, von Sony. Oh, wow. Warum nehme ich die jedes Mal mit? Ach, komm. Sein Name ist Carlos Belfield. Carlos Glockenfeld. Ja, Carlos Belfield. Gib mir ein Zeichen, du Horn des Sorn. Carlos Belfield. Ich werde so instant sterben. Oh ja, Daddy. Ist das Handtuch hier immer auf dem Boot? Wie modern der Typ einfach ist. Thomas Wilson. Gehört das Haus Thomas Wilson? Oder vielleicht haben die erst zusammen gezockt. Ist das immer an? Ja. Okay. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Kann der auch am PC ein Zeichen geben? Nö. Gib mir ein Zeichen! Du Horn des Sorn. Wenn ich sterbe, ich fühle es. Gleich wird mich zu Tode erschrecken, aber was? Ist geiler Content. Was? 5 Minuten sind gleich vorbei. Warte, wie heißt der? Der hat das Licht hier ausgemacht! Bleibt. UV-Lampe! Das heißt, ich kann J und Fingerabdrücke schon mal ausschließen. Wäre das immer Fingerabdruck, wenn er das Licht ausmacht? Ja. Okay. Ich brauch dich's aber nicht! Ja, deswegen im Haus abwerfen. Auch immer Haus abwerfen? Mach ich. Im F-Ebene 5 ist der dann immer aktiv oder muss nicht? 5 ist schon aktiv. Gib mir ein Zeichen! Wer ist dafür, dass wir Thomas Martinez umbringen? Ist Thomas Martinez dein Freund? Hier ist ein Schädel. Ist der immer da? Nee. Okay, Foto. Da stehe ich in meine Auflage. Tür auftreten! Ja! Habe ich nicht noch Schutzzeit? Geht das dann trotzdem? Okay, ich hole ihn mal kurz her. Weiß ich gar nicht. Der jagt, wenn die Schutzzeit vorbei ist. Oh ja, das wäre cool. Ich bin so doof, ich nehme Kruzifix mit. Kann er mich dann trotzdem töten? Ja. Auch wenn ich einen Kruzifix in der Hand habe. Er muss es zerstören. Er kann es ja, wenn... Du musst das irgendwo hintrocknen und dort, wenn du dort auftauchen würdest in der Nähe, dann wäre das Kruzifix aufgebraucht dafür. Also Kruzifix. Oh, Horn. Ich würde dich nicht schützen vor Ritual. Es sei denn, ich durb es halt. Oh, geil. Oh, Leute, jetzt zerstöre ich erstmal Niklas sein halbes Leben. Bist du dolle sauer, wenn ich das verkacke? Ja. Okay, das freut mich. Ich bin gleich. Ich bin auch letztes Wochenaufnahme dann für dich. Wirklich? Ja. Warum? Weil ich so ein Cheater habe, ich will gar nichts verlieren. Okay, dann mache ich es nicht. Was ist, wenn ich hier in der Mitte ein Kruzifix hin durppe? Geh. Falls der das spawnt, ist mir scheißegal. Ich lasse ihm hier ein schönes Feuerzeug liegen. Nett, oder? Also soll ich das nicht machen, meinst du? Gib mir ein Zeichen. Gesundheit. Trotzdem, Kruzifix, hingeschmissen. Falls du mich abnervt. Bin ich nicht schlau? Der ist ganz schön aggro grad. Warum? Was habe ich ihm getan? Bringt ein Knicklicht viel? Kann er das kaputt machen? UV-Lampe kann er doch auch nicht kaputt machen. Salz. Salz wichtig? Muss ich mit V bei der Spirit? Okay. Ich mache aber jetzt schon mal. Wie alt bist du? Wie junge bist du? Bist du ein Junge? Willst du mich töten? Bist du da? Sorry. Ach so! Was ist, wenn er mich tötet? Bist du tot? Aber was ist, wenn ich dafür nichts kann? Bist du dann trotzdem sauer?
probiere es so gut wie ich kann, aber ich werde nichts versprechen. Weil ich so schlecht. Dots, wo? Welches war Dots? Ist das hier Dots? Nur zwei hast du noch, ja. Zack. Ja. Ich könnte mal erstmal. Soll ich gleich mal gucken? Ich frage ihn nochmal nach dem Zeichen. Wäre es möglich, da wo er einen Schädel platziert hat, dass er da ist? Der Schädel ist aber nur so ein Knochen, du weißt. Du kannst absolut was mit Geld machen. Soll ich machen? Das ist kein Indiz dafür, dass ein Geister ist. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Kann man da auch hin? Auch nicht außenrum? Ist das abgesperrt? Gibt's auch in der Küche ein Waschbecken? Ist hier immer ein Löffel drauf? Knackt das immer? Ah ja. Hat er nicht gerade hier irgendwo eine Tür aufgemacht? Hat er, ja. Ich habe halt alle fast aufgemacht, ne? Bewegt er die nur oder macht er die ganz auf und zu? Gib mir ein Zeichen. Horror-Vibes. Er muss hier vorne sein, ne? Gib mir ein Zeichen. Dort. Wie platziere ich das? Mit G, ne? C. Ach, C. Nein, mit G droppe ich das, oder wie? Nein, du musst am Boden liegen, mit F. Ach so. Ich will jetzt mal F. F. Huch! Ich lasse das Buch auch hier erstmal liegen, weil es müsste hier sein. Was? Weil die Tür hatte ich ganz aufgemacht. Ganz zu. Nicht ganz auf, so. Sieht man das gut? Der öffnet hier die ganze Zeit irgendeine Tür. Ja, hantet er. Ja, hört er mich auch, wenn ich da nicht vordrücke? Wen will er verarschen? Ich habe halt keinen Bock, in den Keller zu gehen. Ach, er hat hier Licht ausgemacht. Kann er das mal sein lassen? Das ist provokant. Aber... ist er im Wohnzimmer. Ja, schätze ich auch, weil er ist hier die ganze Zeit am Rumtreiben. Dann plantet doch da mal die Dots. Ich habe ja den zweiten. Dann lasse ich den einen da. Weil er muss ja irgendeine Tür... Er hat hier ein Bild runtergeschmissen. Mhm. Gib mir ein Zeichen. Könnt ihr auch die Tür die ganze Zeit so machen? Hier die Türen waren die ganze Zeit zu. Gib mir ein Zeichen. Kann er mich auch durch das Ritual finden? Ohne dass ich das mache? Kann er das Ritual von alleine? Nein. Hast du das Ritual schon mal aktiviert? Ja. Oft? Nee. Einmal? Einmal, ja. Nur einmal? Ja. Ich mach mal ein Foto, ne? Von der Garage. Was habe ich jetzt noch? Eine Sache, was sollte ich noch am besten? Ah, die andere Dots, ne? Ja, nee, warte mal, ich das mach. Ich auch mitnehmen, ja. Mach ich mit Stativ, ne? Mit was? Plant ich die F? E? F? Ich drücke F. E. Okay, jetzt muss ich mich hinknien. E. Wie aktiviere ich die? Ach, aktiviert er. Geht's auch ohne Nachtsicht? Muss dafür dunkel sein. Gib mir ein Zeichen. Hat er die gerade? Ach so, ich war das hoch. Zu. Taschenlampe aus mit was? Er hat aufgehört. Habe ich gut gehandelt? Ja, bin ich Profi. Wenn er dich sieht, ist vorbei. Sobald er mich sieht, ja. Gib mir ein Zeichen. Aber genau wo ich ihn das gefragt habe, ne? Der öffnet aber die ganze Zeit irgendwie. Doch, er war da. Er stand da vor mir gerade. Und die Tür hat er geschlossen. Oh Gott, mein Herz. Warum guckt er mich so an? Der stand da an der Tür, an der einen. Denkst du? Nein, die Eingangstür war gerade abgeschlossen. Der ist ganz schön aggro gerade. Habe ich denn gemacht? Ich sag seinen Namen nicht, weil wenn der so aggro ist. Nur ich habe bis jetzt nicht einen Hinweis, oder? Es könnte ein Spirit Fans. Revenant Shade, Yurei. Du hast keine Ahnung, das hast du noch nicht. Ja, ich bin halt noch nicht gut in sowas. Ja. Warte, was hatte ich ausgeschlossen? Fingerabdrücke. Soll ich gleich mal überall Licht ausmachen und dann mal mit der Kamera? Ich habe halt viel zu viel Angst davor eigentlich. Ach, Kamera. Nein, das eine zum Foto machen. Ich hasse ihn. Mit Linksklick, oder? Gibt das noch mehr Geld? Mit E, oder? Nein. Am Ende kommt er jetzt, macht hier die Tür zu. Dann bringe ich ihn um. Nicht er bringt mich um, ich bringe ihn um. Mann! Er stand halt hier an der Tür. Überall oder nur hier? Nee. F. Mann, platzier doch! Ja, F. Ich vertraue dem Horn das doch nicht. War das gerade eine Hand? Nee. Dachte ich mir. Warum? Ja. Mein Hundesohn. Ich habe jetzt sogar keinen Bock mehr drauf, ne? Angst? Ja. Hast du richtig Angst? Ja. Wirklich Angst? Kannst du übernehmen? Wie ein Baby. Ach Junge, halt die Fresse. Kannst du übernehmen? Ja, dann lass das Video aufhören bei 15 Minuten. Und sag, dass du aufgegeben hast. Okay, ich bin ehrlich, ich gebe auf. Ach, dann war die Aufnahme, Schätzchen. Hä? Schätzchen, während die Aufnahme. Was? Weißt du, ob da wenden geht? Nö.
Ja. Warte, ich zeig den Leuten noch, dass ich keinen Bock mehr habe. Ja, da such dir noch einen Geist raus. Random Geist. Random Geist. Also J. J. Ich hatte mal einen Geist. Denk mal, was könnte es sein? Ich schätze, Spirit wäre halt ziemlich unwahrscheinlich. Naja, wie man müsste. Dots schließe ich mal aus. Geisterbox hat halt nichts gemacht, ne? Nur er muss ja im Dings gewesen sein. Gefriertemperaturen habe ich auch keine gesehen. Also, es muss Gefriertemperatur also sein. Geisterbuch. Muss es sein. Geisterorb. Shade. Da haben wir noch die anderen Sachen aus. Also, musst du noch Buch und Elef auswählen. Buch. Gefriertemperatur. Ja, genau. Ja, das kann. Und jetzt, was muss ich jetzt machen? Wenn du drei hast, dann kannst du los. Okay. Vielleicht ja richtig, aber ja, am Ende ist es richtig. Wäre lustig. Aber du verdienst Geld, weil ich was gefunden habe. Ja. Oder? Zumindest kein Minusgeschäft. Habe ich das gut gemacht? Hast du sehr schön gemacht. Ich bin halt so schlecht in dem Spiel, bin ich ehrlich. Es war... Am Ende war es einer. Mann! Das war der Spirit! Das war halt, woran ich als erstes dachte, aber... Ja, dein Bauchgefühl. Glaub doch, vertrau dein Bauchgefühl. Ich hab halt so Bock auf irgendeinen Server Minecraft. Sag erstmal Tschüss mit der Aufnahme. Tschüss, Leute!